Hallo alle miteinander, willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rose. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das heutige Video hat sich die liebe Bibi A hingewünscht. Hi Bibi. Und zwar hatte sie sich gewünscht, dass ich ein Video darüber mache, wie man die Kennbarkeit von Afrohaaren verbessern kann. Und daraufhin dachte ich mir, ich teile euch dann mal mit, wie ich das bei mir verbessert habe. Und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Dann legen wir los. Als allererstes braucht ihr Geduld, Leute. Wirklich, Geduld ist das A und O, wenn ihr vorhabt, Typ 4 Haare zu kämmen, so wie meine, weil die sind einfach dicker, die sind einfach krauser und wenn man dann die ganze Zeit sie strapaziert, ist es halt nicht gut, wenn man gesunde Haare haben möchte. Gut, zweitens sollte man gucken, dass man, wenn man vorhat, die Haare zu kämmen, dass sie nicht staubtrocken sind, weil ihr kennt das ja noch von früher, da hat die Mama irgendein Öl genommen oder irgendein Dax oder Blue Magic, ne, und hat das dann reingeschmiert und hat dann angefangen zu kämmen, meistens nicht mal mit dem weitesten Kamm, sondern, ja, ihr wisst schon, und dann und das kann halt relativ schnell schmerzhaft werden, dann macht das alles auch gar keinen Spaß mehr. Also gucken, dass die Haare nicht staubtrocken sind. Dann komme ich auch direkt zum dritten Punkt. Wenn man halt vorhat, die Haare zu kämmen, sollte man gucken, dass die Haare irgendwie feucht sind und irgendein Produkt drin haben, was die Haare weich macht, was den Haaren sehr viel Slip gibt. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit sehr viel Slip. Und zwar, das ist jetzt mein Conditioner, womit ich halt meine Tiefenpflegen selber mische. Und das ist jetzt mein Conditioner. Und das ist jetzt mein Versiegler, mein Haarbutter. Und sowas in der Art hat ja früher auch die Mama, also so ein Dax oder sowas. Und das hier läuft ja auch schon. Und das sitzt da like nobody's business. Und dieses Produkt, wenn das ein gutes Produkt ist, wird in der Lage sein, in euren Haaren einzudringen, um sie weich zu machen, um das Kämmen halt zu unterstützen. Genau, also da auch nochmal bitte darauf achten. Und wie gesagt, ich empfehle halt immer erst die Haare zu kämmen, wenn ihr irgendein Conditioner-artiges Produkt drin habt. Ich kämme meine Haare immer, wenn ich meine Tiefenpflegen drin habe, weil das Ganze dann schön weich ist und das unterstützt dann eben den ganzen Prozess. Und dann gibt es auch noch Hausmittel, die das Ganze unterstützen, sowas wie eure Joghurtkur oder Kokosnussmilch oder. Oder es gibt auch noch Shampoos, die das Ganze unterstützen sollen. Zusätzlich kann ich empfehlen, wenn ihr vorhabt, mit euren Fingern zu entwirren, vorher, bevor ihr das mit eurem Washday und so beginnt, Apfelessig mit Wasser gemischt ist ziemlich gut, wenn man vorhabt, mit den Fingern zu entwirren, habe ich die Erfahrung gemacht. Gut, dann kommen wir halt zum vierten Punkt. Wenn die Haare dann lang genug sind, solltet ihr darauf achten, dass ihr halt in Partien arbeitet. Weil wenn man sich eine kleine Partie nimmt, ist man in der Lage halt einfach sich besser darauf zu konzentrieren. Und statt, wenn man halt so eine große Partie hat, dann besteht die Möglichkeit, dass viel schneller Knoten entstehen. Und beim vierten Punkt sollte man auch darauf achten, dass halt Produkte unterschiedlich einwirken, kommt halt immer auf deine Haare an. Jede Haare sind anders, meine Haare sind nicht deine Haare sind auch nicht meine Haare, auch wenn sie gleich aussehen. Manche Produkte brauchen halt Unterstützung durch Hitze, durch Wärme, um das, um in die Haare eindringen zu können. Andere funktionieren direkt, kommt halt immer drauf an. Einfach schauen, was eure Haare mögen und wie das für eure Haare funktionieren. Dann komme ich halt zum sechsten Punkt, und zwar ist es halt das Entwirren. Ich gehe immer nach dem Prinzip, erstmal die Hände, weil die Hände fühlen wirklich am meisten, Leute. Und dann merkt ihr, ob irgendein Knoten da ist, was eben halt sanfter halt gelöst werden muss. Und alternativ zu den Händen nehme ich dann immer meinen weiten Kamm. Und es gibt halt auch noch Bürsten, die extra für krause Haare gemacht worden sind. Sowas wie der Demon Brush oder der Tangle Teaser. Ihr müsst einfach gucken, was für eure Haare eben funktioniert. Genau, also siebtens ist die Art und Weise, wenn ihr vorhabt, eure Haare zu kämmen oder zu bürsten, wie ihr vorgehen müsst. Und zwar empfehle ich immer, erst von unten anzufangen und dann nach oben und auch wieder in kleine Partien. Wirklich nicht irgendwie von oben nach unten, weil sonst meiner Meinung nach besteht die Möglichkeit, dass viel schneller Knoten entstehen und ja, und ihr dann noch mehr und ihr dann einfach viel mehr Arbeit habt.
Genau. Und wenn ihr dann halt so das Gefühl habt, es klappt einfach nicht mit dem Kamm oder mit der Bürste, einfach zur Seite legen, Leute, und wieder mit den Händen, weil die Hände fühlen wirklich am meisten was. Also bitte, bitte, bitte da auch noch drauf achten. Und ja, das waren jetzt meine Tipps. Wenn mir was einfallen sollte, werde ich das wieder in der Infobox verlinken. Und bis dahin könnt ihr mir auch noch schreiben, was ihr wissen möchtet. Und ich hoffe, dass das hier euch helfen kann. Und bis dahin viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.